So, dann schieß mal los, Porter. Boah. Oh mein Gott. Das ist so viel. Nachdem wir uns beim letzten Mal das Krankenhaus in Cornwall Springs angeschaut haben und gemerkt haben, okay, die Schwester kann man nicht so einfach ablenken wie gedacht, werden wir uns heute mal in diesem Part die Kirche von Porter Isaac anschauen. Und damit, alle meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Cathy Rain, A Detective is Born. Mein Name ist Dama Rip. Und wie schon gesagt, wir haben beim letzten Mal uns die Klinik angeschaut, wo ich am Anfang ja echt gedacht hätte, die wäre größer. War sie aber nicht, dass man das halt so schnell hinter die Bühne gebracht hat. Und wir haben den Penner aus dem Gefängnis wieder getroffen, Guba hieß er. Und wir haben schon gemerkt, okay, wir müssen herausfinden, in welchem Zimmer Charles Wade liegt. Das müssen wir aber machen, indem wir die Schwester ablenken an der Theke, Tresen, whatever. Und das geht nur mit Guba. Aber sie darf nicht Musik hören nebenbei, weil die war total pissed off und hat uns nicht gelassen. Also wird das schon mal eine weitere Baustelle sein für uns. Jetzt aber beschäftigen wir uns mal mit der Kirche. Da man schon beim letzten Mal hatte Goop auch gesagt, dass der Sohn von dem damaligen Pater, also halt hier der Isaac, der Obi-Wan für Jesus Christ, das dann irgendwie übernommen hat. So, hallo Pater. Greetings, my child. I'm glad you decided to come here. Es geht gleich halt wieder fucking los. Seien Sie gegrüßt, mein Kind. Ich freue mich, dass Sie sich dazu entschlossen haben, herzukommen. Yeah, but just so you know, I'm not here to join your church or anything. Ja, aber nur zu Ihrer Info, ich bin nicht hier, um mich Ihrer Kirche anschließen oder so. Was? Ja? Aber nur zu Ihrer Info, ich bin nicht hier, um mich Ihrer Kirche anzuschließen oder so. Ach so. Oh, I would never assume that. Oh, so etwas würde ich niemals annehmen. Good. So, with that out of the way, I have some questions. Ah, Cathy ist so geil! Gut. Da wir jetzt aus der Welt, dass wir das jetzt aus der Welt haben, ich habe ein paar Fragen. I'm Isaac Price. Ich beantworte sie gerne. Ich bin Isaac Price. Cathy Rain, but I'm guessing you figured that out already. Cathy Rain. Aber ich vermute, das haben sie schon gedacht. I did. Rumors spread quickly around here. So, how can I be of service? In der Tat, Gerüchte verbreiten sich schnell. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Okay, können wir halt nur... Ich dachte jetzt, wir können uns auch mal die Kirche anschauen. Vielleicht kommt das jetzt noch. Okay. Wir werden ihn noch über alles hier fragen. Das Prospekt von der Kirche habe ich ja nicht mehr. Ihn, den Pater, selber so fragen. Was halten Sie von dieser Kirche? Und er so, hä? Was wollen Sie von mir? Okay, Vorfall 81. Do you know anything about what happened to my grandfather in 81? Wissen Sie etwas darüber, was meinem Großvater damals im Jahr 81 zugestoßen ist? It was the work of the devil, I'll say that much. Joseph was a kind man. He did not deserve such a fate. Das war das Werk des Teufels, das sage ich Ihnen. Joseph war ein herzensguter Mensch. So ein Schicksal hat er nicht verdient. You heard my speech at the funeral, Cathy. I meant every word. He was a great man who did much good. This community. Sie haben meine Grabrede gehört, Cathy. Ich habe jedes Wort auch so gemeint. Er war ein großartiger Mensch, der viel Gutes für die Gemeinde getan hat. Did you know him personally? Haben Sie ihn persönlich gekannt? In a way, he and my father did charity work together. Joseph was around a lot when I was young. In gewisser Weise, er hat meinen Vater, in gewisser Weise. Er und mein Vater haben gemeinsam Wohltätigkeitsarbeiten geleistet. Joseph hat sehr viel Zeit bei uns verbracht, als ich noch jung war. They collaborated on a few different projects for the homeless and for the troubled youth, among other things. Sie haben zusammen an einigen verschiedenen Projekten gearbeitet, unter anderem zugunsten von Obdachlosen und Jugendlichen, die in Schwierigkeiten stecken. So my grandfather was a member of the church? Mein Großvater war also ein Mitglied der Kirche? I wouldn't say that, no.
He was a friend of the church, but he wasn't a religious man. He believed only in philanthropy. So werde ich das nicht ausdrücken. Er war ein Freund der Kirche, aber er war nicht religiös. Er glaubte nur an die Menschlichkeit. That being said, Joseph was the person who convinced me to become a priest. Nichtsdestotrotz war es Joseph, der mich davon überzeugte, Priester zu werden. Really? Wirklich? Oh yes, I was a teenager back then, full of rebellion. Every fiber of my being wanting to distance myself from my father. Oh ja, ich war damals noch ein Teenager, rebellisch. Mit jeder Phase meines Wesens wollte ich mich von meinem Vater distanzieren. Joseph made me realize my sinful pride and showed me how I should follow my heart, regardless of what others might think. Es war Joseph, der mich dazu brachte, meinen sündhaften Stolz zu erkennen und der mir zeigte, dass ich meinen Herzen folgen sollte, egal was andere sagen oder dachten. Und dafür werde ich ihm auf ewig dankbar sein. Okay. Lily Myers. Does the name Lily Myers mean anything to you? Sagt Ihnen der Name Lily Myers etwas? It does. I was a substitute teacher in her high school for some time before I was ordained. Oh, jetzt wird's interessant. In der Tat, ich habe einige Zeit als Aushilfslehrer in der High School gearbeitet, bevor ich geweiht wurde, okay? Really? Did you know her personally? Wirklich? Haben Sie sie persönlich gekannt? We weren't close. I only knew her as much as a teacher would know any student. Sagt er das jetzt nur so? Oder? Wir standen uns nicht nah. Ich habe sie nur so gut gekannt, wie ein Lehrer eben einen Schüler kennt. Na, es gibt auch andere Schüler-Lehrer-Beziehungen, sag ich jetzt mal so. So, how did she seem toward the end? Alles klar, wie hat sie denn gegen Ende hin gewirkt? For one, she started skipping school a lot. And when she did show up, she was absent-minded and moody. Zum einen hatte sie begonnen, oft die Schule zu schwänzen. Und wenn sie da war, schien sie geistig abwesend und launisch. She always looked depressed and hunched down like she had a whole world on her shoulders. Sie sah immer sehr niedergeschlagen aus, ging nach vorne gebeugt, als läge das Gewicht der ganzen Welt auf ihren Schultern. Haben Sie eine Ahnung, was diese Veränderung ausgelöst hat? All I know is that when she returned from that last summer break, she was a whole different person. Nicht die geringste. Ich weiß nur, dass sie verändert aus den Sommerferien zurückkam. Okay, das wussten wir ja schon. Lily Myers hat ja damals dann irgendwie unter Depressionen geleidet und alle sagen ja, okay, das war Selbstmord, was sie gemacht hat, aber ich weiß nicht. Irgendwie, das kann ich jetzt im Moment so gar nicht einschätzen, ob das noch so ein bisschen voreilig ist, zu sagen, okay, vielleicht ist da doch irgendwer schuld dran gewesen. Cocky-Rufzeichen, könnte er das wissen? Do you know anyone who goes by the nickname Cocky? Kennen Sie irgendjemanden, der den Spitznamen Cocky trägt? I have no idea. Sorry. Ich habe nicht die geringste Ahnung, tut mir leid. Okay, gut, das war schnell. Charles Wade. Da wird er vielleicht auch einiges wissen, weil irgendwie kennt jeder Charles Wade. Das ist so, als ob ich jetzt irgendwelche Leute fragen würde, ey, kennst du Mike Zuckerberg? Und dann hier so, ja, okay, gut. Charles Wade. What's your opinion on Charles Wade? Was halten Sie von Charles Wade? No opinion. He used to be a prominent figure around here, but he doesn't appear much in town these days. Ich habe keinerlei Meinung über ihn. Früher war er eine lokale Berühmtheit. Aber heutzutage lässt er sich nicht mehr so oft in der Stadt blicken. Actually, he's in the community clinic right now, getting medical treatment. Um es genau zu nehmen, befindet er sich gerade hier im Gemeinschaftskrankenhaus. Er wird dort behandelt. Oh, I wonder if it's serious. Perhaps I should go talk to him. Hoffentlich nichts Ernstes. Vielleicht sollte ich ihn besuchen und mit ihm reden. Even men like Charles Wade need a priest when they're nearing the end of the line. Sogar Männer wie Charles Wade brauchen einen Priester, wenn sie sich ihrem Lebensende nähern. Oh mein Gott! Ich habe sowas von eine geile Idee! Das ist einfach so geil, wenn der Priester hingeht ins Krankenhaus und die Schwester dann sagt, yo, sie dürfen ruhig gerne zu ihm, wir dann hingehen zum Computer und dann das herausfinden. Ey, wenn das klappt, ich fress einen Besen. Wir schreiben uns dazu nichts auf. Kathy, geht's dir gut? Egal. Lily Myers Kunst! Do you know anything about Lily Myers art? Wissen Sie etwas über Lily Myers Bilder? I saw a few pieces. Gorgeous work.
vibrant, surreal landscapes. Ich habe ein paar davon gesehen. Wunderschöne Kunstwerke, farbenfrohe, surreale Landschaften. When was this? Wann war das? It must have been mid-70s. The high school had open days with an art exhibition. Das muss Mitte der 70er gewesen sein. Die Highschool hatte einen Tag der offenen Tür mit einer Kunstausstellung. So, this was some time before she changed, right? You didn't see any of her later work? Das war also einige Zeit, bevor sie sich veränderte, stimmt's? Sie haben keines ihrer späteren Werke gesehen? No. By then she started skipping art class completely from what I heard. Könnte es auch sein? Das frage ich mich jetzt. Ich meine, ich habe mich damals auch schon gewundert, werden wir vielleicht nochmal die Möglichkeit haben, in die McConnell Air Force Basis zu gehen? Und jetzt frage ich mich auch, könnte man versuchen, in die High School von Cornwall zu kommen, dass man da auch noch mehr über Lily Myers erfährt? Vielleicht sind da ja noch einige Lehrer, die sie vielleicht kannten oder so. Nein, zu dem Zeitpunkt hatte sie schon angefangen, den Kunstunterricht komplett sausen zu lassen, zumindest was man so hörte. Maybe she was afraid of what she might draw. I hear it was pretty twisted. Vielleicht hatte sie Angst vor dem, was sie zeichnen konnte. Ich habe gehört, dass ihre Bilder ziemlich abgedreht waren. Could be, but alas, I suppose we'll never know what was truly haunting her. Könnte schon sein, aber wir werden wohl nie erfahren, welche Dämonen sie heimsuchten. I'm doing my best to find out. I don't believe the story to be as clear-cut as everyone makes it out to be. Ich versuche mein Bestes, genau das herauszufinden. Ich bezweifle, dass die Geschichte wirklich so schwarz-weiß abgelaufen ist, wie jedermann denkt. Das meinte ich. Vielleicht hat Kathy auch die Vermutung, okay, vielleicht war es doch kein Selbstmord. Vielleicht wollte ja Lily Myers was verändern und ihr ist irgendjemand zuvorgekommen. Oder sonstiges. Oder halt so dieses Klischee, sie hat etwas herausgefunden, was sie nicht herausfinden sollte und deswegen ist das alles passiert. Ich weiß es nicht. Eine ungewöhnliche Theorie. Wie kommen sie darauf? People have taken a particular interest in her art. I think there's more to it. Es gab Leute, die ein ungewöhnliches Interesse an ihren Bildern hatten. Ich denke, da steckt mehr dahinter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde da nicht zu viel hineininterpretieren, mein Kind. Das geschieht mit allen toten Künstlern, die auch nur einen Funken Talent haben. Na, aber Sue hat ja damals schon, also die Mutter von Lily Myers, hat ja damals auch schon gesagt, sie hat ja Sachen gemalt, die eigentlich nicht mehr zu entziffern waren und sonstiges. Und was eigentlich niemand so haben wollte. Und das, also sagen wir mal so, es waren sehr komische Sachen, wo dieser Kunsthändler drauf irgendwie fixiert war. Ich meine, das, mit was kann man das vergleichen? Ich glaube, so ein Picasso oder wie heißen doch dieses Sprenglerische und sonstiges. Ich meine, natürlich, das sind auch eigentlich nur Punkte und Kritzeleien und sonstiges, aber wird verkauft für 200 Millionen oder so. Deswegen. Okay, jetzt können wir ihn nochmal über die seine Kirche. Über seine Kirche, was auch immer. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir von der Geschichte der Kirche zu erzählen? Mit der größten Freude, die Geschichte ist überaus faszinierend. Ja, dann trinke ich lieber noch was, weil das könnte vielleicht ziemlich lang werden jetzt. So, dann schieß mal los, Porter. This church was founded by my father William T. Price in the 70s. Also, diese Kirche wurde in den 70ern von meinem Vater William T. Price gegründet. Hieß der nicht Bill? Egal. Back then he made his living as a traveling salesman and was driving through this area as he done so many times before. Damals verdiente er seinen Unterhalt als reisender Handelskaufmann und fuhr durch dieses Gebiet, wie er es schon so oft zuvor getan hatte. However, this day was different. My father held dark thoughts in his mind. Aber an diesem einen Tag war alles anders. Mein Vater hegte düstere Gedanken. He was angry, thinking of evil deeds. Even considering swerving off the road into a rock and ending it all. Er war wütend, zog schreckliche Taten in Betracht, überlegte gar absichtlich von der Straße abzukommen und gegen den Fels zu fahren, um sein Leben ein Ende zu setzen. And suddenly, divine intervention. Three bright lights appeared. Aber dann plötzlich ein göttliches Eingreifen, drei helle Lichter erschienen.
Alter, wir zeigen dem dann safe das Bild, Alter. The Father, the Son and the Holy Ghost, the sign of God. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, ein Zeichen Gottes. Wir zeigen ihnen dann sowas von dieses Scheißbild, Alter. This epiphany was the moment my father had been waiting for. Von diesen drei Lichtern, was wir schon auf diesem Bild halt gesehen haben. Diese Offenbarung war genau das, worauf mein Vater gewartet hatte. Er verkaufte all seine Besitztümer und holte mich und meinen Bruder zu sich, um hier in Cornwall Springs zu leben. Soon thereafter, he built this church and started gathering followers. They began to refer to him as Father Bill. Ah, okay. Schon bald darauf baute er diese Kirche und die Gläubigen begannen hierher zu kommen. Sie begannen ihn als Vater oder als Pater Bill anzusprechen. Okay. Now we know it. Ich rate mal, dass diese Fenster dann das erinnern sollen, was er bei dieser Erleuchtung gesehen hat. Indeed. The stained glass window depicts the Holy Trinity as witnessed by my father. In der Tat, das Bleiglasfenster. Alter, ich kann heute gar nicht sprechen. Stellt die Boah! Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Stellt die heilige Dreifaltigkeit dar, wie sie sich meinem Vater offenbarte. Do you know exactly when or where this event took place? Wissen Sie, wann und wo genau diese Offenbarung stattfand? Why do you ask? Wieso fragen Sie? Oh, just curious. It's a captivating story. Oh, ich bin nur neugierig. Es ist eine wirklich fesselnde Geschichte. Well, it was in the spring of 1971. My father never told anyone where. Nun, es war im Frühling 71, aber mein Vater verriet nie jemanden den genauen Ort. Okay. So what happened then? Okay, und was ist dann passiert? People flocked to Father Bill. He started teaching, writing scripture. Die Menschen folgten Pater Bill in Scharen. Er begann zu unterrichten und Doktrinen zu schreiben. Was sind denn Doktrinen, Alter? Keine Ahnung. Die Kirche gedieh und wuchs weiter bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 1983. Zu diesem Zeitpunkt übernahm ich die Führung der Kirche. Ich nehme an, dass die Kirche nach dem Tod Pater Bills anfing, an Boden zu verlieren? Yes, naturally so. With such a magnetic personality, he was irreplaceable. Ja, natürlich. Er hatte große Ausstrahlung. Er war unersetzlich. I assure you, the church is still very much thriving. Aber ich versichere Ihnen, dass es der Kirche sehr gut geht. Looks kind of empty to me. Sieht aber ziemlich leer hier aus. Not really our peak hours. Das ist nicht gerade unsere Hauptbesuchszeit. Und wieso verteilen Sie dann Broschüren auf Beerdigungen? Versuchen Sie, Menschen in einem schwachen Moment zu ködern? I'm going to assume you meant no disrespect, child. I'm simply providing divine guidance when it's needed the most. Ich unterstelle Ihnen einfach, dass Sie das nicht respektlos meinten, mein Kind. Ich biete nur göttliche Unterstützung an, zu einem Zeitpunkt, wo sie am nötigsten ist. Okay, gut. So, jetzt fangen wir mal an. Das ist das aus dem Botanikbuch. Father, do you know anything about this flower? Pater, wissen Sie etwas über diese Blume? No, my child. Nothing at all. Nein, mein Kind, überhaupt nichts. Okay, gut, das Bild. Okay, das könnte ich, aber ich glaube, eine subtilere Strategie hat mehr Aussicht auf Erfolg. Ach so, okay, das ist natürlich interessant. Das behalte ich erst einmal für mich, bis ich mehr über diese Kirche weiß. Okay. Dann ist es wohl zu einem späteren Zeitpunkt. Dann zeigen wir Ihnen doch mal das Militärfoto von unserem
Großvater und Friends. Erkennen Sie die Männer auf dem Bild, Isaac? Nur ihren Großvater und das auch nur, weil man mir die und weil man mir für die Beerdigung vor ein paar Tagen ein ähnliches Bild dargegeben hatte. Okay. Diktiergerät. Will er einen rauchen? Das muss er ihm. Okay, gut. Dann war es das ja hier schon wieder, oder? Dann war es das. Das war erstmal alles, Pater. Möge der Herr sein Licht auf sie scheinen lassen. Und jetzt kann ich mich hier umgucken. Okay. Das ist natürlich interesting. Wie viel gibt's denn hier? Ach, gar nicht mal so viel. Tür, kann ich da hingehen? Tür öffnen? Okay, warte, ganz gut. Bibel. Anschauen. Ein Stapel ordentlich aufgereihter roter Bibeln. Kann ich eine mitnehmen? Bibel mitnehmen, tatsächlich. Ach so, das sollte ich wirklich nicht. Nicht, dass meine Haut in Flammen aufgeht. Ach, wegen den ganzen Sünden oder was? Okay, gut. Altar. You know, the place where they put the sacrificed goats, kids and other crap. Das ist ein Altar, du weißt schon, zum Opfern von Ziegen, Kindern und all sowas. Okay. Impressive window. There's no doubt about it. Those are the smoky lights. Beeindruckendes Fenster. Es gibt keinen Zweifel. Das sind die nebligen Lichter. Ja, das haben wir doch jetzt schon erfahren. So, Isaac? Okay, Tür. Could lead to a sacristy or a closet of some kind. Könnte in die Sakristei oder eine Art begehbaren Schrank führen, okay? Verwenden. Nein, ich wollte. Achso, beides. Okay, gut. Können wir das machen oder sagt dann Isaac irgendwas so? Na, Locked. Zugesperrt. Okay. Probieren wir es mal mit der anderen Tür. Locked. Kann ich? Kleiner Schlüssel kombinieren mit Tür? Nope. Not the right key. Nicht der richtige Schlüssel. Okay, dann wird es vielleicht auch nicht... Oder? An der anderen Tür? Der wird sich wahrscheinlich so denken, da Isaac, was zum Teufel macht die da, ey? Nope, not the right key. Auch nicht der richtige Schlüssel. Okay, gut. Dann werden wir soweit alles haben. Wir können uns Isaac auch nochmal anschauen. Isaac Price, der Priester der Kirche. Okay, gut. Und hier unten ist dann der Ausgang. Gut. Dann denke ich mal, okay, hier in der Kirche waren wir auch nicht richtig, sagen wir mal, was heißt nicht vorbereitet? Es war auch nicht so viel, was man halt jetzt hier hätte suchen können. Oder haben wir noch was, was wir ihm zeigen können? Den Schlüssel? Das? Nee. Wir haben halt unsere ganzen Sachen auch nicht mehr, weil wir das ja irgendwie Eileen gegeben haben und die hat dann da was gemacht. Okay, gut. Dann würde ich aber auch so am... Dann würde ich auch schon mal sagen, oh mein Gott, Alter. War es das mit diesem Video? Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr gar kein Video mehr verpasst. Und besucht mich auch gerne mal auf Instagram, das blende ich hier, da, in die Ecke ein. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal dann den botanischen... Nee, das ist kein botanischer Garten. Das ist das Naturschutzgebiet von Cornwall Springs, von den Wäldern dort. Beim nächsten Mal anschauen. Und vielleicht haben wir dann so einen gesamten Überblick von dem, was uns erwartet. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.